Jo, es geht los mit der guten Nachricht, dass mein Paket von Louis heute gekommen ist, heute Morgen. Ich habe es aber noch nicht ausgepackt. Also das mache ich nachher noch, wenn ich wieder zu Hause bin. Und jetzt, wie man unschwer sieht hier, fahre ich wieder zum Anleger mal. Na gut, aber so oft war ich auch nicht da in letzter Zeit. Treffe mich da mit Jan mit seiner 650er Honda. Trinken wir Cappuccino, rauchen uns eine und dann machen wir uns wieder Heimweg. Temperatur 12,5 Grad. Als ich zu Hause wegfuhr jedenfalls. Wird sich nicht großartig geändert haben. Ist richtig angenehm. Schön zu fahren. Und wer das noch nicht weiß, wie der Landstrich heißt, durch den wir hier fahren, der mag ja mal googeln. Altes Land. Altes Land. Zwei Worte. Soll ja Leute geben, die nicht im Norden wohnen. War ja auch mal so einer. Haben wir die Anfahrt doch relativ kurz gehalten heute. Und diese Torbögen sind hier typisch für die alten Bauernhäuser. Mensch, meine Hose ist ganz schön dreckig geworden im Laufe der Zeit. Eieiei. Aber dauernd waschen tue ich dir auch nicht. Das ist auch nicht gut. Mal gucken, ob Jan schon da ist. Oh, 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 was ist denn hier los? Was ist das für eine Matsche hier? Oh, da. Jo. Was ist das für eine Matsche hier? Da kannst du gar nicht parken auf dem anderen Parkplatz. Was denn? Da kannst du gar nicht parken auf dem Parkplatz. Ach du Scheiße. Da ist Land runter gewesen. Sag mal, ich kann es ja bald Fische aussetzen. Das ist ja schlimm. Bist du schon lange da? Ja, so 20 Minuten so. Klingt gut. Klingt klasse. Klingt gut. Matsche, Matsche, Matsche hier.
kann sie so zurückziehen. So, Dalle. So, war mal wieder schön. Hat Spaß gemacht. So, jetzt nach Hause und nur das Paket auspacken. Aber man muss schon sagen, hat gut geklappt. Sonntagabend, gegen Abend hatte ich bestellt. Heute ist Dienstag. Heute Morgen war es schon da. Kann man nicht meckern. Wenn jetzt noch alles passt, dann ist es natürlich super. Ansonsten muss ich das leider wieder retour schicken. Aber ich bin ganz guter Dinge. Wir werden sehen. Nun, weil wir den Weg ja natürlich jetzt schon in- und auswendig kennen, kann ich das Ding auch ausschalten jetzt. Und schon mal Tschüss sagen. Ich schneide die Sache mit der Hose, mit dem Auspacken hier hinten noch hinter. So, bis Danny. Da wird ja ausgeschaltet. Hallo Kalle. Na, hast schon gewartet? Hast mich erkannt? Ja, super. Ja, du kriegst den Handschuh. Warte. Nimm mit. Ja, einen darfst du. Alles gut. Oh, und Chica kommt auch. Super. Ja. Ups. Ja. Ja, guck an. Jo, alles gut, Kalemann. Wir sind ja da. Ja, es gibt auch Leckerli jetzt. Weil du so auf meinen Handschuh aufgepasst hast. Da. So, schreiten wir zur Tat und packen das Paket aus. Es ist etwas beschädigt. Man sieht da, aber das ist ja weich. Kann ja nicht viel kaputt gegangen sein, denke ich mal. Da werfen wir mal alles hier hin. So. Gut. Der Deckel ab. Gut. So.
Rechnung. Jo. Beläuft sich auf 344 Euro. Ja. Das große Stück mal hier raus. Und man sieht, sie ist bunt. Da ist sie. Schön mit Orange, obwohl ich keine KTM mehr fahre. Und eingebaute Hosenträger. Das ist gut, sehr schön. Ja. Äußerlich schon mal sehr gut. Wenn sie jetzt noch passt, ist alles okay. Ziemlich schwer, aber das ist normal. Gucken wir mal, ob hier vorne Protektoren sind. Ja, in der Hüfte nicht. Aber die kann ich ja von der älteren Hose umbauen. Ja. Ein bisschen weiter zurückgehen mit der Kamera. Dann sieht man das ganze Stück auch ganz, hoffe ich, so. So sieht sie aus. Der Vorteil ist, sie hat sehr weite Beine unten. Da kann man auch mit dicken Enduro-Stiefeln rein. Von hinten ist sie so schwarz mehr. Ja, ich stehe auf diese schwarz-weiße Optik hier bei Hosen, das ist so mein Ding. Ja, gut. Nochmal näher ran. Jo. Ich finde gut. Ich habe den in so einer Kurzgröße bestellt, weil so lange Beine habe ich nicht. Und man sieht hier unten schön, wie lang dieser Reißverschluss hier hochgeht. Wie weit. Die kann man also sehr weit aufmachen. Das finde ich gut. Jo, heißt Rucka Rough Rider. Die war reduziert auf 399 von, ich glaube 400 so in der Art. Ne, 490 oder so. Oder, ja, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich noch 50 Euro Weihnachtsrabatt bekommen. Also 344 muss ich bezahlen. Gut. Super. Jo, freue ich mich. Probiere ich dann mal an. Und dann sage ich euch, ob alles okay ist. Ist mit Gore-Tex übrigens da. Ja, ist schon was Gutes. Aber wie gesagt, das ist mir egal wie teuer. Hauptsache wasserdicht. Das brauche ich im Sommer, wenn es mal regnet. Jo, das soll es auch schon gewesen sein. Kurz und schmerzlos.